Willkommen zurück zur Sky Family. Wir gehen auf den Server und heute habe ich vor, meine Mob-Falle, oder ich sag mal besser Mob-Raum, abzureißen. Platz für was Neues schaffen. Ich weiß nicht, was man da machen könnte, aber erstmal weg das Ding. Und zwar hier dieses Teil. Das braucht man nicht mehr. Die Mob-Falle, die wir da hinten stehen haben, die funktioniert nach mehrmaligem Hin und Her. Und diversen Umbaumaßnahmen ist sie doch jetzt ganz effektiv, wie ich finde. Deswegen kommt der Bunker hier weg. Der Mob-Bunker. Da hatte ich ja nur die Idee, weil die Pilzfarm eigentlich eher eine Mob-Farm war als eine Pilzfarm. Und die eigentliche jetzige Mob-Farm, also die jetzt funktioniert, damals noch nichts gebracht hat. Also, oder noch nicht fertig war vielleicht sogar. Deswegen hatte ich hier diesen Bunker gebaut. Aber der ist jetzt egal. Den brauchen wir nicht mehr. Und generell finde ich, man könnte auch mal gucken, dass man hier die Stadt irgendwie so ein bisschen verschönert. Zum Beispiel, das ist doch etwas, das kann ich gar nicht. So runter und dann wieder hoch. So, da sind wir hier auf einer Höhe. Ist natürlich doof, dass das jetzt hier... Ja, ich habe überlegt, ob man hier nicht Stufen hinsetzt. Aber gut, das lasse ich erstmal so im Raum stehen. Was kann man denn überhaupt noch für Farmen bauen? Also eine Kakteenfarm. Die haben wir doch noch da vorne stehen, oder? Oder nicht? Wo sind denn die Kakteen hin? Die waren doch hier immer. Ich guck mal, ob wir noch Kakteen haben. Ja, haben wir noch. Da könnte man eine Kakteenfarm machen. Wäre jetzt vielleicht hier gar nicht mal so verkehrt, das direkt neben diese Farm zu bauen. Aber ob wir noch Sand haben, das ist die Frage. Da hätte ich auch gleich mal nachschauen können. Aber erstmal reißen wir das hier ab. Den auch. So, wo sind wir denn jetzt dann hier? Ja, das war klar. Ich setze erstmal so einen da rein, weil den Weg haben wir ja hier immer auf derselben Höhe. Der ist sogar schief. Gefällt dir das, Stroh? Müsste man eigentlich hier nochmal durchgehen und das nach da versetzen, damit er das hier gleich hat bei sich. Aber das kann er sich ja dann selber überlegen. Ich bin bei Minecraft voll der Fan, wenn das irgendwie immer so eine Symmetrie ergibt. Also wenn es links und rechts gleich ist. Und nicht irgendwie schief. Was das auf einmal auch dann für Cobblestone gibt hier am Ende, was da übrig bleibt. Echt cool. Na komm. Tschüss, Tür. Ist das so geil. Ach, Pox. Wie oft ist er denn schon gestorben? Es wäre cool, wenn wir irgendwie eine Anzeige hier hätten, wer wie oft gestorben ist. Also serverseitig, da irgendwie rechts, links oder oben, unten. Wo dann die Spielernamen stehen und dann halt die Tode. Was ja auch cool wäre, irgendwie so eine kleine Challenge noch, ne? Mal sehen, wer dann in 3 Monaten weniger stirbt oder so. Ah, ich glaube, da hat der Pox ganz schlechte Karten. Müsste mal seine Videos anschauen, also da seht ihr dann selber die ganzen Tode, wie er verunglückt ist. So.
So, und das mache ich jetzt mal zu. Also zu mit Cobblestone. Na komm, fang die doch auf. Yo. Passt. Das ist auch so geil, wie die Tintenfische da runterfliegen, ne? Das ist nur ein bisschen doof, dass das hier hoch geht und da wieder runter. Da habe ich auch schon direkt eine Idee. Dass man das nämlich hier auch wegreißt, komplett. Und es dann gleich auch eine Ebene höher macht. Hä? Krass. Ich bin verwirrt. Das ist aber eine dumme Höhe. Aber eigentlich auch gut, weil dann spawnt hier nichts. Achso, der muss auch noch weg. Genau, hier können jetzt dann die kompletten Blöcke wieder rein. Gib. Hey, jump around. Finde ich so irgendwie besser. Ey, das ist so eine Kacke, ey. Ach so. Ja, klar. Jetzt verstehe ich. Ist aber dunkel. Ab ins Bett. Bam. Den ganzen Tag Steine gehackt. Jetzt bin ich aber müde wie ein Bär. So. Ach, hier ist das Grünstück, was ich mal angesprochen hatte. Ja, ich lasse es mal so. Wir machen hier das Holz noch weg. Ich hoffe mal, er fängt so viel, wie es geht. Manchmal komisch, ey. Das ist ganz nah, dann fliegt es durch und dann ist es mal wieder weiter weg und es switcht dann noch hoch zu dir. Hm. Gib's mir! So, und hier muss ich jetzt noch ein paar Slabs reinsetzen. Wo, da war eine Workbench hier. War vielleicht ein bisschen viel. Egal, kann man irgendwo immer noch gebrauchen. Aber dann ist diese blöde Ecke mal weg. Ach ja, und hier noch. Rasend schnell. Oh, das finde ich auch schon besser hier. So, komm mal her.
Ja, und ich messe gerade ab, ne? 3 und 3, ob das genau mittig ist. Das meinte ich. Erstmal die Truhe. Gib mir die Truhe. Ah, da. Schwarzeichensetzling. Ein, da müssen wir eigentlich auch mal mehr haben. Die Ranken kommen da eigentlich nicht da rein. So, der weg. Das sieht doch schon viel schöner aus. Hier hat man auch noch eine Fläche, wo was rein kann. Hier ist jetzt halt noch was frei. Wie gesagt, da könnte eventuell. Warte mal, ich guck mal, ob wir Sand haben. Wenn dann hier. Nee. Haben wir nicht. Ranken. Ah, warte mal, Ranken. Das könnte ich bei mir auch noch machen. Vielleicht so außen und dann zwischen den Fenstern. Das ist eine coole Idee. Dann nehme ich mir mal. Ich nehme mal alle mit. Und guck mir mal an, wie viel ich jetzt brauche. Die restlichen bringe ich zurück. Also hier eins, zwei. Sind das zwei Blöcke hier? Zwei, drei. Also sechs Stück. Ich weiß nur nicht, ob der hier durchwächst, da bei diesem Balkon. Das müssen wir probieren. Sonst setze ich erstmal hier unten welche. Hallo? Au, das tat weh. Kopf eingerammelt. Bam. Dahin komme ich jetzt leider nicht dran, oder? Doch, wenn ich jetzt mich dahin baue, komme ich da dran. Ja, ist okay. Und zur anderen Seite. Der ist schon gewachsen da. Ah ja, nicht, dass ich mir den Boden hier wegreiße. Man sollte nie den an dem Ast sägen, auf dem man sitzt. Und eins kann ja jetzt nicht sein. Also wir hatten ja da hinten noch einen Schneemann und der ist irgendwie verschwunden. Und da wurde. Oh nee, das ist wegen dieser Ecke da oben. Und ich weiß nicht, ob es vermutet wurde, aber ich habe keinen geklaut. Und es kann ja auch nicht sein, dass es an dem Server-Update auf 1.11 liegt, daran liegt, sondern. Also dann wären ja meine Schneemänner auch weg, ne? So, ein paar Sekündchen haben wir noch. Wir füttern die Kühe. Oder, na, erstmal mich. Toll. Alter. Komm hoch. Das gibt's doch gar nicht. Man muss die sterben. Ja, du hast Pech jetzt. Da gucke ich auch noch rein. Obwohl, nee, da habe ich keine Zeit mehr für die Mobfarm. Ich kriege jetzt vielleicht gerade so noch hier ein paar Rohstoffe hin. Ist nicht viel, aber okay, was soll's. Boah, mein Inventar ist voll. Ach ja, die restlichen Ranken zurück. Und das Fleisch, das sortieren wir mal eben noch ein. Zuckerrohr. Komm schon.
Ach so, ja, war wieder falsch. Das sind nochmal zwei, aber ich muss runter. Ich danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen und denkt an das Voting, alles in der Videobeschreibung. Haut drin, bis dahin. Tschüss.